Dieses Szenario zeigt ein Skateboard-Hersteller, der mit dem Issue-Management der 3D-Experience Probleme und Änderungen verwaltet. Der Konstrukteur arbeitet mit der CATIA V5-Integration, mit der er die Daten zentral ablegen kann. Der Projektleiter arbeitet hauptsächlich im Browser. Er sucht genau wie der Konstrukteur nach der Baugruppe und öffnet sie im Product Structure Editor. Das Deck des Skateboards muss geändert werden. Es soll ein neues Design bekommen. Deshalb braucht der Projektleiter den Namen des Lieferanten. Beim Filtern der Bauteile helfen ihm die 6W-Tags. Und das Colorwashing zeigt ihm genau, welche Bauteile von welchem Lieferanten kommen. Um über die Änderung zu reden, packt er sein Tablet ein und fährt zum Lieferanten. Die besprochenen Änderungen werden in einem neuen Issue dokumentiert. Die Hauptbaugruppe wird dem Issue als Kontext hinzugefügt und die Änderungsposition im 3D markiert. Der Konstrukteur wird als Bearbeiter eingesetzt. Bilder können als Vorschaubild und zur Veranschaulichung des Issues genutzt werden. Wieder zurück im Büro wird an der Änderung weitergearbeitet. Die 6W-Tags zeigen dem Projektleiter den Freigabestatus der verschiedenen Bauteile. Das Deck muss revisioniert und in dem Produkt ausgetauscht werden. Er erstellt einen neuen Tab in seinem Dashboard und fügt die Issue Management App ein. Die neuere Version des Decks wird dem Issue als Lösung hinzugefügt. Die vom Lieferanten gesendete Step-Datei wird per Drag-and-Drop hochgeladen. Die Priorität wird erhöht und der Status auf aktiv gesetzt. Der Konstrukteur hat den gleichen Issue in seiner Issue-Management-App. Er lässt sich im Relation Explorer die verwandten Teile des alten Decks anzeigen. Die Zeichnung des alten Decks legt er im Issue ab.
Zeichnung wird von ihm in der Collaborative Lifecycle App revisioniert. Und im Lösungsbereich des Issues durch die neue Revision ausgetauscht. Nun wird die Änderung des Lieferanten in das 3D-Modell und in die Zeichnung übernommen. Nachdem alles gespeichert wurde, übergibt der Konstrukteur den Issue zur Prüfung an den Projektleiter und friert die Modelle ein. Der Projektleiter vergleicht den alten und den neuen Stand in der Compare-App. Hier werden die Unterschiede in Struktur und 3D gezeigt. Er prüft die Zeichnung in der 3D Play App. Im Product Structure Editor können die Daten zusammen freigegeben werden. Nach Veröffentlichung der Daten wird der Issue geschlossen und die Änderung ist dokumentiert.